schlecht noch, Vizepräsidentin der deutschen Sektion von Patrici. Patrici hat sich nach Aussagen von Frau Röschnetzler vor der Fahrt nicht erkundigt, wer ihr Bündnispartner ist, die türkisch-islamistische Organisation IHH. IHH sammelt Spenden für Terrorgruppen und pflegt gute Kontakte zur Hamas. Frau Röschnetzler wusste das angeblich auch am 2. Juli noch nicht und meinte, zunächst mal, müsste man das mal ausprobieren. Sie hat sich in diesem Interview auch geweigert, selbst für den Fall, dass militante Islamisten auf der Mavi Marmara waren, sich moralisch nicht von diesen zu distanzieren. Im Programm der Tagung heute sollte Matthias Jochheim von der IPPNW in Frankfurt ursprünglich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema gewaltloser Widerstand leiten. Herr Jochheim war Teilnehmer der Gaza-Flotte. Nun wird er berichten, wie das türkisch-islamistische Schiff Mavi Marmara in seiner Anwesenheit die Seeblockade gewaltsam zu durchbrechen versuchte. Den Waffenschmuggel nach Gaza zu verhindern, ist für Israel überlebensnotwendig. Ja. Deshalb die Seeblockade. Jawohl. Den Weg nach Gaza für Waffen und Raketen zu öffnen, ist das Ziel dieses sogenannten Friedensdialogs. Hier von Frieden und von Gewaltlosigkeit zu sprechen, ist pure Propaganda und Heuchelei. Mit solchen Referenten und einer solchen Tagungsleiterin hat sich die Akademie die Tagung als Friedensveranstaltung restlos disqualifiziert. Ja. Wenn es Aussicht auf Verhandlungen mit der palästinensischen Seite gibt, dann noch am ehesten mit der Fatah. Mit der Fatah zu reden, erfordert aber auch, hier bestimmte Fragen zu stellen. Warum wird ein Fernsehsender der palästinensischen Autonomiebehörde sogar in Kindersendungen gegen Israel gehetzt? Jawohl. Ja. Warum ruft der Fernsehsender der PA die Israelis dazu auf, nach Europa und Äthiopien zurückzukehren? Warum werden von der palästinensischen Autonomiebehörde in der Westbank Straßen und Plätze nach Selbstmordattentätern benannt? Warum also die Sprache der Vernichtung? Ich fürchte, bei der Tagung heute werden solche Fragen nicht gestellt werden. Ein Vertreter der israelischen Regierung bzw. der israelischen Botschaft ist nicht zur Tagung eingeladen. Nur ein Kritiker der Regierung. Die israelische Regierung gehört also nach Einschätzung der Evangelischen Akademie nicht zu den Partnern für einen Frieden in Nahost. Mit Hamas und Fatah, aber ohne Israel für Frieden in Nahost, das ist der eigentliche und unglaubliche Skandal dieser Veranstaltung. Die Akademie macht sich die Sichtweise der Hamas zu eigen, die da heißt, das Banner Allahs über jeden Zentimeter Palästinas zu hissen. Das stimmt doch nicht! Das ist eine falsche Frage. Das stimmt doch nicht! Das ist doch verlogen! Die heute beginnende Tagung. Die heute beginnende Tagung in Bad Boll ist leider kein einmaliger Ausrutscher. Schon 2007 fand eine entsprechend einseitige Tagung unter dem Thema deutsches Engagement im Palästina-Israel-Konflikt statt. Pro-islamistisch und einseitig gegen Israel gerichtet ist offenbar das Konzept der Akademie bei ihrer Programmgestaltung. Ich bitte Sie, jetzt ruhig zu sein, sonst werde ich nämlich der Polizei sagen, dass sie Sie hier räumen lässt. An diesem Wochenende findet eine weitere Tagung in der Akademie mit Schlagseite statt. Zur Tagung ist eine andere Weltwirtschaft möglich, war ursprünglich auch der Volkswirt Ibrahim El-Sayed aus Köln eingeladen.
erst nachdem die Bundeszentrale für politische Bildung auf seine ideologische Nähe zur Muslimbrüderschaft und organisatorisch zu Mili Gerusch und anderen islamistischen Gruppen aufmerksam machte, wurde er ausgeladen. Letzte Woche stand auf dem Programm der Akademie eine Studienreise in den Libanon, bei der die Teilnehmenden ein palästinensisches Flüchtlingslager besuchen. Ausgehend von einer Tagung vor 8 Jahren in Bad Boll gründete sich das bis heute aktive Frauennetzwerk Nahost, das sich die Nazi-Losung "Kauft nicht beim Juden" zu eigen gemacht hat und zum Boykott israelischer Waren aufruft. Wir fordern von der Akademieleitung und der Evangelischen Landeskirche Württemberg: Spielen Sie Fair Play gegenüber Israel. Stellen Sie diese anti-israelischen Veranstaltungsreihen ein.